Der schulpolitische Kampf der KPD in der Weimarer Republik. Gliederung. Erstens, der Weimarer Schulkompromiss. Zweitens, der schulpolitische Kampf der KPD gegen reaktionäre Reichsschulgesetzentwürfe und reaktionäre Bildungsinhalte. Drittens, marxistische Schulprogramme. Bitte übernehmen Sie Thema und Gliederung. Zum Punkt 1 der Gliederung. Der Weimarer Schulkompromiss. Der Weimarer Schulkompromiss ist für die parteiliche Wertung der Situation im Schulwesen in der Weimarer Republik und für den weiteren schulpolitischen Kampf der deutschen Arbeiterklasse von großer Bedeutung. Was verstehen wir unter dem Weimarer Schulkompromiss? Die katholische Kirche fixierte im Jahre 1918 in einem Kodex unmissverständlich ihren schulpolitischen Standpunkt. Darin beruft sie sich auf folgende mittelalterliche Gesetze der Jahre 1374 und 1381, in denen es heißt: Erstens, katholische Kinder dürfen simultane Schulen, das sind christliche Gemeinschaftsschulen, die also auch Nicht-Katholiken offen stehen, nicht besuchen. Zweitens, die religiöse Unterweisung der Jugend in den Schulen jeder Art ist der kirchlichen Leitung und Aufsicht unterstellt. Diese Festlegungen wurden zur Richtschnur der Schulpolitik aller katholischen Parteien auf der ganzen Welt. Demzufolge bekräftigte auch die Zentrumspartei in Deutschland in einem Beschluss vom Juni 1918: Die Erhaltung der konfessionellen Volksschule und die Sicherung eines genügenden Religionsunterrichtes an allen Schulen. Es war klar, dass es angesichts dieses Standpunktes der klerikalen Reaktion zu Auseinandersetzungen über die Schulartikel zwischen dem Zentrum, den Demokraten und den Sozialdemokraten kommen musste. Um die Stimmen der Zentrumsabgeordneten für die Ratifizierung des Versailler Friedensvertrages zu gewinnen, billigten die deutschen Sozialdemokraten in Geheimverhandlungen der Zentrumspartei die Aufrechterhaltung der Bekenntnisschulen zu. So war die Schule in der viel gepriesenen Weimarer Republik zum Schacherobjekt der Parteien geworden. Die rechte Führung der SPD gab mit ihrem prinzipienlosen Paktieren nicht nur die schulpolitischen Leitsätze des Mannheimer Parteitages preis, sondern sie verließ sogar die Positionen des Erfurter Parteitages von 1891, auf dem die Sozialdemokratie einmütig für die Einheitlichkeit, Weltlichkeit und Staatlichkeit des Schulwesens eingetreten war. Bitte übernehmen Sie die erste Teilzusammenfassung. Zum Punkt 2 der Gliederung. Der schulpolitische Kampf der KPD gegen reaktionäre Reichsschulgesetzentwürfe und reaktionäre Bildungsinhalte. Die Hauptaufgabe der Novemberrevolution des Jahres 1918 wurde in Deutschland nicht gelöst.
Sie bestand in der Vernichtung der ökonomischen und politischen Grundlagen des deutschen Imperialismus und Militarismus, vor allem in der Zerschlagung des alten Staatsapparates. Daher mussten auch die schulpolitischen und pädagogischen Forderungen der deutschen Arbeiterklasse unerfüllt bleiben. Das deutsche Schulwesen war hinter der Entwicklung des Schulwesens in anderen kapitalistischen Ländern zurückgeblieben. Die Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands ist der Wendepunkt in der Geschichte des deutschen Volkes und in der deutschen Arbeiterbewegung. Wesentliche Beiträge zur Entwicklung der marxistisch-leninistischen Pädagogik in den Jahren der Weimarer Republik leisteten in Deutschland Theodor Neubauer, Clara Zetkin, Edwin Hörnle und Ernst Schneller. In ihren Erinnerungen an Lenin berichtet Clara Zetkin, dass für Lenin die Volkserziehung Revolution, die Revolution Volkserziehung war. Die marxistischen Pädagogen gingen stets davon aus, dass zum Aufbau einer neuen Gesellschaft die Revolutionierung der Köpfe gehöre. Es genüge nicht, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern, ohne gleichzeitig das gesellschaftliche Bewusstsein der Menschen zu entwickeln. Die KPD ging in Theorie und Praxis ihres schulpolitischen Kampfes von der Einheit von Politik und Pädagogik aus. Die deutschen Kommunisten erhoben vor dem werktätigen Volk erneut die Forderung der Arbeiterklasse, proletarische, weltliche Einheits- und Arbeitsschulen zu errichten. Bitte übernehmen Sie die zweite Teilzusammenfassung. Aus den dargelegten Erkenntnissen heraus richtete sich der schulpolitische Kampf der KPD gegen die von den verschiedenen Parteien eingebrachten Reichsschulgesetzentwürfe. 1922 wurde dem Deutschen Reichstag ein erster Entwurf eines Reichsschulgesetzes vorgelegt, ausgearbeitet von dem SPD-Abgeordneten Heinrich Schulz, Staatssekretär im Innenministerium. Clara Zetkin wurde als Fraktionsabgeordnete der KPD beauftragt, im Deutschen Reichstag dagegen Stellung zu nehmen. Ihre Worte: Politisch gewertet ist dieser Gesetzentwurf nicht eine schöpferische politische Tat. Er ist eine faule Frucht von dem faulen Baum des Schulkompromisses vom August 1919 zu Weimar. Ein weiterer Entwurf wurde dem Deutschen Reichstag im Jahre 1925 vorgelegt, eingebracht von der Deutschnationalen Partei. Wie äußerte sich Clara Zetkin zu diesem Gesetzentwurf? Das Reichsschulgesetz liefert in Wirklichkeit in den entscheidenden Bestimmungen die Volksschule an die Landesgesetzgebung aus. Das heißt, an die Reaktion. Es verankert die Zersplitterung der Volksschule. Es legte vier verschiedene Arten von Volksschulen fest. Für die Bewahrheitung dieser Feststellung spricht folgende Statistik aus dem Jahre 1927. Es existierten in Deutschland 28.570 evangelische Schulen, 15.216 katholische Schulen,
8413 christliche Gemeinschaftsschulen oder Simultanschulen. 121 israelische Bekenntnisschulen. Darüber hinaus gab es noch Privatschulen. Clara Zetkin sagte dazu im Deutschen Reichstag: Nach diesem Reichsschulgesetzentwurf bleibt die alte Bekenntnisschule mit all ihrer Machtfülle für die Kirche bestehen. Und noch mehr. Die Gemeinschaftsschule ist doch nichts anderes als eine modernisierte und maskierte Bekenntnisschule. Es kommt nicht auf das Etikett an, das ihr aufgeklebt wird, sondern auf den Inhalt, den sie haben wird. Damit auch der nicht religiösen Einstellung mancher Eltern Rechnung getragen wird, konnten auf Antrag auch staatliche Weltanschauungsschulen eingerichtet werden. Clara Zetkin äußerte sich dazu wie folgt: Die weltlichen Schulen und die Weltanschauungsschulen werden in dem Gesamtentwurf, dem ungeheuer großen Gebäude, dem stolzen Dom der Bekenntnisschule, der religiösen Schule angeklebt wie ein paar kleine, bescheidene Schwalbennester. Bitte schreiben Sie die dritte Teilzusammenfassung mit. Neben ihrem Kampf gegen die reaktionären Pläne zur Restaurierung der alten Klassenschule musste die KPD auch einen entscheidenden Kampf gegen den reaktionären Bildungsinhalt der deutschen Volksschule führen. Zur Veranschaulichung des Bildungsinhaltes dienen zwei Leseproben aus deutschen Schulbüchern der Weimarer Zeit. Erstens: Auszug aus einem deutschen Lesebuch für höhere Schulen, herausgegeben von Deckelmann und Johannesson, 10. Schuljahr, Berlin, 1925. Zahlreiche deutsche junge Männer, denen die Heimat zu eng wurde, haben in den Kolonien ein weites Feld gefunden, ihre Kräfte zu regen und zu entfalten. Enger noch ist Deutschland heute geworden, zu eng für die heranwachsende Jugend. Für die Entwicklungen und die Lebensmöglichkeiten dieser Jugend braucht Deutschland Kolonien, die dem Unternehmergeist und Wagemut Raum bieten. Nur das Volk hat eine Zukunft, das seine Kultur hinaustragen kann in eigene Kolonien. Zweitens: Auszug aus einem Lehrbuch, Geschichte des deutschen Volkes, Langensalza, 1929. Es war selten, dass sich einer der Fabrikherren von früher um die Arbeiter kümmerte. Mochten sie leben oder sterben, was ging's ihn an? Er hatte längst andere. Gewiss hatte auch dieser seine Sorgen, sogar viel. Er saß Tag und Nacht über seinen Büchern und rechnete und schrieb, oder er arbeitete in seiner Werkstatt, zeichnete, probierte und suchte Maschinen zu verbessern und neue zu erfinden. Aber wer von den Arbeitern wusste das? Sie sahen nur sein vornehmes Haus, seine feinen Kleider, seine Wagen und Kutschpferde und hörten allerlei Geschichten von Festen und Gelagen dort drüben. So entstand in ihrem Herzen ein furchtbarer Groll gegen jene Herren, die sie nach ihrer Meinung nur ausbeuteten und aussogen. Aufgabe: Leiten Sie aus den Leseproben einige Erziehungstendenzen ab, die für die Zeit der Weimarer Republik charakteristisch sind. Zur Kontrolle: In den Schulbüchern der Weimarer Republik spiegeln sich folgende Erziehungstendenzen wider. Erstens: Erziehung
zum Nationalismus und Chauvinismus. Zweitens, Erziehung zum Militarismus. Drittens, Erziehung zur Klassenharmonie. Zum Punkt 3 der Gliederung. Marxistische Schulprogramme. Die deutschen Kommunisten erkannten, dass für die Arbeiterklasse augenblicklich der politische Kampf das Werkzeug ist, um Kulturarbeit für das Proletariat zu leisten. In diesem Sinne ist die von Theodor Neubauer im Jahre 1920 veröffentlichte theoretische Schrift »Die neue Erziehung der sozialistischen Schule« zu verstehen, die gleichzeitig ein neues sozialistisches Schulsystem entwirft. Die inhaltsreiche Arbeit zeichnet sich durch klare Gedankenführung und eine leicht verständliche Sprache aus. Darin heißt es: Wir werden alles tun, um die Jugend, diesen kostbaren Teil der Menschheit, in ihrer Entwicklung zu fördern. Theodor Neubauer zum Ziel der Erziehung. Als ein bedeutendes Ziel der Bildung und Erziehung betrachtet er die charakterliche Formung junger Menschen. Nur charakterlich gefestigte Menschen sind fähig, im komplizierten und widersprüchlichen Prozess der Klassenauseinandersetzung mit bürgerlichen und opportunistischen Gegnern die sozialistischen Prinzipien standhaft zu verteidigen, die revolutionäre Disziplin zu wahren, sie genüchtern einzuschätzen und aus zeitweiligen Niederlagen gestählt hervorzugehen. Charakterfestigkeit kann nicht eingebläut werden. Charakterbildung ist nur möglich, wenn sich ideologisch-politische Einsichten mit fachlichem Können vereinen. Theodor Neubauer zum Inhalt der Bildung und Erziehung. Der Unterricht soll eng mit dem Leben verbunden sein, die Wissbegierde der Kinder entfachen, die Lern- und Urteilskraft fördern. Er muss Einsichten in gesellschaftliche Zusammenhänge bewusst machen und zu weltanschaulichen Überzeugungen führen. Durch den Arbeitsunterricht wollte er die Schüler entsprechend der Forderung von Marx früh an die Arbeit als den Inhalt des Lebens heranführen. Theodor Neubauer zum Lehrer-Schüler-Verhältnis. Theodor Neubauer ging in seinen pädagogischen Anschauungen davon aus, dass Lernen Freude bereiten soll. Die Freude am Lernen und am Unterricht wird wesentlich durch das Lehrer-Schüler-Verhältnis erzeugt. Das gute Vertrauensverhältnis zwischen Lehrer und Schüler wird eine entscheidende Bedingung für eine fruchtbare Bildungs- und Erziehungsarbeit sein. Aus eigener Erfahrung hatte er erkannt, dass ein Schlüssel der Erziehung darin liegt, das Kind, den Jugendlichen ernst zu nehmen und nicht die Mühe zu scheuen, sie und ihre Probleme besser kennenzulernen und zu verstehen. Theodor Neubauer über die Lehrerpersönlichkeit. Wer mit Leib und Seele Erzieher ist, der muss natürlich in dieser Arbeit seine Aufgabe, seine schönste und größte Aufgabe sehen. Dazu gehört freilich sehr viel Kraft, nämlich die Kraft der eigenen Persönlichkeit. Nur wer eine Persönlichkeit ist, der wirkt als Erzieher mit magischer Gewalt. Wer aber als Persönlichkeit schwach ist, der muss nötigerweise in dieser Erziehungsarbeit scheitern,
weil ihm die Kraft des Miterlebens mit den Kindern, des Mitreißens, die Kraft des unmittelbaren Führens fehlt. Aufgabe. Erstens. Erarbeiten Sie den aktuellen Gehalt der pädagogischen Anschauungen Theodor Neubauers in Ziel und Inhalt. Zweitens. Kennzeichnen Sie den pädagogischen Führungsstil Theodor Neubauers. Zur Kontrolle. Zu 1. Schwerpunkt der allseitigen Bildung und Erziehung ist die Überzeugungsbildung und Charakterformung junger Menschen. Der Unterricht soll eng mit dem öffentlichen Leben der sozialistischen Gesellschaft und mit produktiver Tätigkeit verbunden sein, sowie zur Parteinahme erziehen. Zu 2. Sozialistischer Führungsstil. Vertrauensverhältnis Lehrer-Schüler beruht auf hohen Forderungen und auf hoher gegenseitiger Achtung. Lehrer muss gediegene psychologische und pädagogische Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. Individuelles Eingehen auf den Schüler. Beachtung des Prinzips der pädagogischen Führung und Selbsttätigkeit. Vorbildwirkung der Lehrerpersönlichkeit. Bitte notieren Sie jetzt einige Kerngedanken aus dem Programm Theodor Neubauer, die neue Erziehung der sozialistischen Gesellschaft, 1920. Leitgedanken. Erziehung ist Aufgabe der Gesellschaft. Sozialistische Erziehung ist einzig in der Gemeinschaft, im Kollektiv möglich. Aufklärung der Eltern und Einbeziehung in Erziehungsprobleme der Schule. Achtung vor jeder Arbeit und den arbeitenden Menschen. Verbindung von Unterricht und produktiver Arbeit. Spezifisch pädagogische Grundsätze. Ziel: Erziehung charakterfester und klassenbewusster Menschen. Vertrauensverhältnis zwischen Lehrer und Schüler, ein Schlüssel der Erziehung. Selbstständigkeit der Schüler im Denken und Handeln sowie in der Urteilsbildung. Das von Theodor Neubauer entworfene Bildungssystem besitzt als unterste Stufe den Kindergarten, den alle Kinder vom dritten Lebensjahr an bis zum schulpflichtigen Alter besuchen sollen. In der Grundstufe, die das 8. bis 12. Lebensjahr umfasst, soll dann die Ausbildung in enger Anlehnung an den Produktionsprozess erfolgen. Theodor Neubauer erklärte: Wir werden die Kinder in die einfachsten Formen des Produktionsprozesses einführen. In die Tischler- und Zimmerarbeit, die Holzdrechselei, das Formen, Beschlagen, Gießen, Schmelzen, Löten, Härten, die Metalldreherei, die Bohr- und Lederarbeiten. In der Oberstufe, vom 13. bis zum 16. Lebensjahr, sollen die Schüler die Gesamtheit der Kultur von einem höheren Standpunkt aus kennenlernen. Theodor Neubauer sagte: Durch den Besuch einer 10-jährigen Schule werden die jungen Menschen von ungleich höherer geistiger und moralischer Reife sein als die Kinder, die die alte, bürgerlich-kapitalistische Schule verließen.
Eine Differenzierung nach Schularten war erst nach dem 16. Lebensjahr vorgesehen. Den Jugendlichen sollte ein vielgestaltiges System von Fachschulen, nach Berufen gegliedert, offenstehen. Die am meisten Befähigten sollen danach die höchsten Bildungseinrichtungen besuchen, wissenschaftliche, technische und künstlerische Hochschulen. In ihrer Kritik an den Schulgesetzentwürfen im Deutschen Reichstag im Jahre 1925 legte Clara Zetkin ebenfalls programmatische Gedanken für die Neugestaltung der Schule dar. Die von ihr entwickelten Grundsätze galten fortan als die leitende schulpolitische Position der KPD. Folgender Schulaufbau wurde vorgeschlagen. Bitte vergleichen Sie das Schulprogramm der KPD mit dem Entwurf Theodor Neubauers. Neu ist hierbei die Einführung eines praktischen Jahres, das alle Jugendlichen im 17. Lebensjahr absolvieren sollen, bevor sie eine berufliche Ausbildung aufnehmen. Die beiden marxistischen Schulprogramme, als Beispiele aus mehreren Vorschlägen ausgewählt, beruhen auf den Grundsätzen der Einheitlichkeit und Weltlichkeit der Schule, auf wissenschaftlich-humanistischer Gestaltung des Unterrichts, auf der Verbindung des Unterrichts mit der Arbeit sowie auf den Erkenntnissen und Erfahrungen der Sowjetpädagogik.